Wir waren und sind eine Jungsbereit. Es gab im Grunde genommen selten so gute Voraussetzungen für einen Abschluss. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einen so austarierten Kompromiss gab, wie er in Gestalt der Schlichterempfehlung vorliegt. Ein Kompromiss, der nach 8 harten Verhandlungsrunden, nach einer 5-tägigen Schlichtung die Zustimmung beider Parteien gefunden hat. Ein Kompromiss, der ausgearbeitet wurde von 2 unabhängigen Schlichtern, bei denen ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchte. Und Sie haben es nicht verdient, dass mit diesem Schlichterspruch im Weiteren so verfahren wird. Wir stehen zu diesem Schlichterspruch. Dieser Schlichterspruch bringt eine Aufwertung. Natürlich ist diese Aufwertung weit weg von den gewerkschaftlichen Forderungen. Ebenso klar ist aber, dass diese gewerkschaftlichen Forderungen weit überhöht waren. Wir haben uns auf Arbeitgeberseite intensiv mit dem Schlichterspruch beschäftigt, der ja zu einer durchschnittlichen Verbesserung der Gehälter von 3,3% führt. 3,3% für bestimmte abgegrenzte Berufsgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst. Das ist ganz klar eine Aufwertung. Und wir bedauern es, dass wir auf dieser Basis, die ja die Zustimmung beider Verhandlungskommissionen gefunden hatte, nicht verständigen konnten. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir hatten schon gewisse Probleme, den Schlichterspruch zu akzeptieren. Viele Städte und Gemeinden haben ernsthafte Finanzierungsprobleme. Trotzdem, im Interesse der Vermeidung weiterer Auseinandersetzungen, waren wir dazu bereit. Und ich betone, wir sind nach wie vor dazu bereit. Wir sind aber auch an unsere Schmerzgrenzen gegangen. Und da unterscheiden wir uns vielleicht von den Gewerkschaften. Es ist nicht unsere Sache, Erwartungen zu wecken, von denen wir wissen, dass wir sie nicht erfüllen können. Jetzt werden Sie fragen, wo soll das hinführen? Wir sind und bleiben gesprächsbereit. Wir haben verabredet, dass wir uns Anfang Oktober wieder zusammensetzen. Es besteht die Chance, in beiden Organisationen noch einmal nachzudenken. Wir werden mal den Gewerkschaftstag abwarten. Und ich hoffe, dass beidseits die Zeit genutzt wird, sich ein komplettes Bild zu machen, welche Vorteile doch mit der ursprünglich geeinten Vereinbarung verbunden sind. Und insofern hoffe ich darauf, dass hier ein produktives Nachdenken stattfindet und wir im Oktober einen Schritt weiterkommen. Die Verhandlungsrunde hat ein klares Ergebnis erbracht. Die VKA sieht sich nicht imstande, Verbesserungen möglich zu machen. Jedenfalls ist das, was heute von ihr erklärt worden ist. Wir haben damit eine klare Weichenstellung auch der Arbeitgeberseite auf eine Eskalation des Konfliktes. Wir haben keine andere Möglichkeit auf der gewerkschaftlichen Seite nach den Ergebnissen der Mitgliederbefragung in den 3 Organisationen, als jetzt sehr konkret an die Vorbereitung des Streiks, der Fortsetzung des Streiks zu gehen. Das werden wir tun. Das Votum der Mitglieder ist ein klarer Handlungsauftrag. Und ich bedauere, dass das Signal von der Arbeitgeberseite nicht aufgenommen worden ist heute. Denn es ist ja klar, dass eine Befriedung auf der nackten Grundlage der Schlichtungsempfehlung nicht möglich ist nach diesem Mitgliedervotum. Es wäre sehr zu begrüßen gewesen, wenn es eine Bereitschaft gegeben hätte, hier nochmal in Details einzusteigen und zu schauen, ob es gelingen kann, zu Verbesserungen miteinander zu kommen. Diese Bereitschaft hat es heute nicht gegeben. Was deutlich wurde, war, dass beide Seiten es für sinnvoll halten, im Gespräch zu bleiben. Das ist meines Erachtens der positive Teil des heutigen Tages. Inwieweit es uns gelingt, daraus dann tatsächlich
eine Lösung des Konfliktes und eine Befriedung zu entwickeln, bleibt im Moment dahingestellt. Das heißt, wir fahren im Grunde jetzt, beginnen jetzt mit der Vorbereitung der Streiks. Sie wissen, wie unsere Orientierung dabei aussieht. Wir werden nicht vor dem Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg in Streiks gehen. Das heißt, wir orientieren auf Anfang Oktober, erste Oktoberhälfte. Alle weiteren Schritte werden, soweit sie dann auch konkretisiert sind, Ihnen zur Kenntnis gebracht und natürlich auch rechtzeitig den Eltern. Wir werden da keine Überraschungsaktionen, auf die sich niemand vorbereiten kann, tun. Das ist der Stand der Dinge. Ich bedauere, dass nicht mehr möglich gewesen ist heute. Es bleibt zu hoffen, dass sich das noch ändert.